Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies 2, It's About Time. Beim letzten Mal haben wir diese tolle Karte erhalten und jetzt schauen wir mal, was uns als nächstes hier erwartet. Wir sind immer noch in der verlorenen Stadt. Es müsste jetzt Tag 16 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir kriegen Besuch von Dr. Zombos. Ihr sucht wohl nach Abenteuern, nicht wahr? Tja, leider werden die Träger Gargantuas euren Untergang besiegeln. Sie haben Wichte im Anschlag, also macht euch bereit, Geschichte zu schreiben. Als Riesenloser. Ich wünschte, jemand würde mich in einem winzigen Haus herumtragen. Auch ich habe viele Wünsche, Benutzer Dave, aber das gehört definitiv nicht dazu. Belebe einen gewaltigen Angriff in der verlorenen Stadt und überlebe ohne Rasenmäher. Ja, Tag 16. Jetzt wird es gefährlich. Wir haben keine Rasenmäher. Wir kriegen jetzt hier Pflanzen auf dem Laufband. Das kann gut oder schlecht sein. Auf jeden Fall kann mir keiner vorwerfen, ich hätte die falschen Pflanzen ausgesucht. Denn mit Aussuchen ist hier nicht viel. Ich kann sie nur blöd setzen. Vielleicht... Es geht ja schon super los. Ja, wir holen uns noch den roten Stachler dazu. Ich finde, jetzt langsam könntest du ja mal runterfallen, du blöder Zombie. So, dann machen wir das auch noch hier. Und einen habe ich noch. Ja, okay. Das wird nicht sehr viel bringen gegen die Schirmzombies. Ich hoffe, der stirbt. Ich bräuchte noch einen roten Stachler, bitte. Dankeschön. Man muss nur lieb drum bitten, dann klappt das schon. Jetzt könnte der aber auch mal die Schaufel abgeben. Den Löffel meine ich, die Schaufel. Oh, wir haben ein Endurian. Ja, hier. Können die schon mal kaputt dingsen. Okay, das geht aber hier ja eigentlich ganz gut. So Schlag auf Schlag. Soll ich den jetzt da hinsetzen? Und ich sehe manchmal meine Maus schon wieder nicht. Oh oh. Giga Gargantua, wo ist er denn? Du kommst also auf dieser Lane. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Dann müssen wir wohl mal den Laser raushauen. Endurian bringt wahrscheinlich nicht so viel. Wir machen hier mal eine Cherry Bomb. Dann hauen wir hier noch sowas raus. Bada boom, bada bang. Bada bing, bada boom. Der ist schon mal kaputt. Der auch. Den machen wir mit der Lava kaputt. Und den auch vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dann halt nochmal so. Alles easy, mein Gott. Das war doch jetzt... Da habe ich aber schon schwerere Level überstanden. Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Schwerer wird es allemal noch. In den anderen Welten. Wir haben was für die Stinkblüte bekommen. Mal gucken. Die dürfen wir ja bestimmt auch wieder ein paar Level vorher testen. Würde mich zumindest nicht wundern. Ach. Nutze Weltenschlüssel, um neue Welten freizuschalten. Nein, ich will jetzt nicht in die ferne Zukunft. Ich möchte jetzt Tag 17 spielen. Ich glaube, in diesem Level hat man früher einen Weltenschlüssel gewonnen. Immer in diesem Überlebe ohne Rasenmäher Level. Alarm, Benutzer Dave. Meine Sensoren melden, dass sich Wichtträger nähern. Ach was, und die tragen Wichte weg? Im Gegenteil, sie schlagen ihr Zelt auf Goldfeldern auf und daraus purzeln dann viele neue Zombies. Böse Wichte! Ja, ja, die Wichtträger, die sind auch ein bisschen doof. Aber kriegen wir schon hier. Kriegen wir schon hier. Gut, dann würde ich sagen, die Strategie vom letzten Mal war doch super duper. Ich kann mich da nicht beschweren. Ach, im Moment gibt es auch hier die Süßkartoffel, ist es, glaube ich. Ja, für 100 Edelsteine. Aber, ja, nö, muss ich mir nicht kaufen. dann hatte ich noch hier das und das und das. Let's go!
Also diese Träger-Wichte-Zombies sind ein bisschen blöd, weil die ihre fette Tasche, die größer ist als die selber, stellen sie auf so ein Goldfeld ab. Goldfeld ab. Und dann, wir sehen das jetzt. Es gibt leider kein Entkommen. So, und dann sehen wir, dass da ein Haufen Zombies immer rauskommen. Nach und nach. Und man muss dieses Zelt kaputt hauen. Am besten. So. Ich müsste da mal einen Angriff platzieren. Okay, ich sollte das mit dem Vorspulen wirklich lassen. Ich hätte gerne den Blumerang. Gut, ich muss das nochmal ersetzen. Help! So, da haben wir da schon mal was. Und jetzt brauche ich noch für da unten was. Sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Erstmal hier noch so ein Ding. Oh Gott. So. Sterbt! Die fressen schon an meinem Mangold-Mangler. Das gefällt mir nicht. Der da oben kommt ziemlich weit, aber immerhin ist dieses Zelt schon mal kaputt. Och, die Mine. Okay. Ich habe gerade keine andere Wahl. Der blöde Schaufelzombie stirbt auch daran. Das ist sehr gut. Okay. Fürs Erste klappt das jetzt so. Jetzt warte ich noch auf die Wintermelone. Dafür bräuchte ich noch ein Sonnenlicht, bitte. Dankeschön. Machen wir die mal dahin. So, und hier auf diese Felder setzen wir überall den Mangoldmangler. Für ein paar extra Sonnen. Quatsch. Doch, der Blumenrang ist schon sehr gut. Und es ist auch gleich schon wieder zu Ende. Wahnsinn. Ja, der Anfang ist immer ein bisschen knifflig, aber danach geht es eigentlich ganz gut. So, jetzt kommt die letzte große Welle. Ich hau schon mal die Melonen raus. Ey, du willst doch hier nicht meinen Mangoldmangler umsetzen. Na, so war's. Fällt mir aber nicht, ne? Ist das alles, was noch da ist? Dieser eine Zombie? Komm. Das muss ich nicht mehr machen. Nee, das war doch jetzt auch am Anfang ein bisschen knifflig und danach war es super easy. Okay, vielleicht sollte ich nicht immer den Blumenrang mitnehmen, weil der schon Stufe 5 ist. Aber deswegen ist er ja so gut. Und da haben wir die Schinkelblume. Ich dachte mir doch, dass wir die vorher testen können, bevor wir sie dann freischalten. Die finde ich besser als den... als die Zwirbel. Weil sie nichts kostet. Allerdings verlangsamt die den Zombie halt nur und tötet ihn nicht. Aber dafür auch in einem größeren Umkreis. Nämlich auch auf den anderen Lanes. Naja, wenn man sie richtig hinsetzt. So wie hier. Bräuchte jetzt aber noch einen Angriff. Das wäre ganz schön. Nein, kriege ich nicht. Nicht aber nicht so schön. Ah, jetzt. Und da ist die Verlangsamung schon wieder vorbei. Dann machen wir das halt nochmal. Hier können wir auch mal. Kann er jetzt mal von seiner blöden Libelle runterfallen? Dankeschön. Hier, kriegst noch so ein... Ja. Plop, 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 plop. Diese Libellen sind halt immer so ein bisschen schnell, deswegen ist es ganz cool, die zu verlangsamen. Die Blume stinkt so sehr. Tja, so haben die Libellen keine Chance. Und da kommt schon wieder die letzte Welle. Und ich habe nur gerade mal 2 Reihen gepflanzt. Ist echt erstaunlich.
schnell das hier geht. Na, dann hauen wir mal noch unseren Superdünger raus. Spezialdünger, whatever. Und damit ist dieses Level auch schon wieder beendet. Und wir kriegen einen Sack voll Gold. Beziehungsweise Münzen, silberne Münzen. Gold wäre schöner. Und im nächsten Level schalten wir dann die Stinkblüte frei. Gucken wir doch mal. So, da gibt es wieder einen Haufen Zombies, alle möglichen Arten. Und die Stinkblüte ist ausgewählt. Das heißt, ich nehme jetzt alles wieder so mit, nur kein Stachelkraut. Ja, wobei, das bräuchte ich eigentlich auch nicht. Egal. Wieder schön komisch verteilte Goldfelder. Am Anfang muss ich aber vorspulen. Das ist am besten. Sonnenlicht. So, jetzt kommen direkt zwei so blöde Wichte. Den ersten machen wir damit kaputt. Der zweite kann hier in so ein Ding laufen. Das ist aber jetzt uncool. Wow. Das ist ja jetzt auch super. Kann ich dich nochmal zurückwerfen? Okay. Hier brauche ich noch einen Angriff. Hier oben wäre das auch ganz gut. Ey, nicht an meinem Blumenrang fressen. Hallo. Kannst du mal sterben? Alter. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Muss ich halt jetzt hier das Ding hinstellen. Ah, weil die mir auf den Keks gehen. Oh nein, die stellen jetzt gleich ihre Dinger dahin. Ich weiß nicht, ob der wirkt. Ah ja, gut. Immerhin etwas, das funktioniert. Eine Sonnenblume kann ich ja noch aufbauen. Dann muss ich das so machen. Ja, zu der Wintermelone bin ich da jetzt noch gar nicht gekommen. Werde ich wohl auch nicht, wenn es so weitergeht. Hallo, Maus. Jetzt kann ich eine aufbauen. Machen wir das mal hier. Machen wir die nochmal alle langsam, weil die mir auf den Keks gehen. Und dann nochmal so eine schöne Kirschbombe. Dann ist das hier mal kaputt alles. Die können auch noch verlangsamt werden. Ich glaube, das ist die letzte Welle. Ja, kein Problem. Gut. Wieder ein bisschen chaotisch gewesen, aber im Endeffekt doch nicht wirklich kompliziert. Plopp. Und damit haben wir die Stinkblüte freigeschaltet. Wup, wup, wup. Und da gibt es wieder eine Piñata für, beim Reiseklotz. Ja, sehr schön. Ich muss endlich mal hier diese blöden Yetis besiegen. Ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich lohnt für die Belohnung. Aber was soll's. So, ein Level machen wir noch. Wenn es denn lädt. Wir haben ein Z, das Z-Level. Z wie Zorro. Ja gut, dann... Ich weiß nicht, ich mach das jetzt einfach trotzdem wieder genauso. Ist mir doch egal, es hat funktioniert. Und von mir aus kann ich ja jetzt hier die Stinkeblüte mitnehmen. So, und das war eigentlich ganz gut, dass ich noch das Cornerpult dabei hatte. Also jetzt müsste man ja eigentlich hier vorne was pflanzen. Hm. Und dann fressen die meine Sonnenblumen. Nee, nee, nee. Bump. Okay.
Den hier können wir schon mal wegschleudern. Der andere ist jetzt ein bisschen blöd, den langsam wie mal. Dann klappt das hoffentlich. Come on, stopp! Dankeschön. Ich brauche mehr Sonnenlicht. Wir verlangsamen die alle, dann können wir den mal zurückschleudern. Er wird aber jetzt gleich seinen blöden Sack da absetzen. Das finde ich auch nicht cool. Der hier unten ist auch noch doof. Liegt der jetzt da drüber? Ja, dachte ich mir. Ein bisschen mehr Sonnenlicht. Und dann können wir den einfach in die Luft jagen. Cool, vielleicht muss ich hier weniger auf die Sonnenblumen setzen, als mehr auf die Pflanzen, die ich hier auf die Goldfelder setze. Aber ein paar Sonnenblumen können ja trotzdem nicht schaden. Hier vorne könnte ich ja auch schon mal einen draufsetzen. So. Dann machen wir hier unten noch einen Blumenrang hin und der kann jetzt erstmal sich ein bisschen länger damit aufhalten. Das ist gar nicht so schlecht. Das schafft uns ein bisschen mehr Zeit. Es regnet Fallschirme. Na, wunderschön. Einfach mal hier so eine Verlangsamung reinwerfen. Oh, da ist so ein Schaufelheini. Ach komm, der kann mal in die Luft gesprengt werden. I don't have time for this. Melonenattacke. Wumms, Ballera. Ja, ne, so läuft das doch ganz gut. Mehr Melonen. Mehr Verlangsamung. Und ich glaube, das war schon wieder die letzte Welle. Kann das sein? Yay! Ja, dann wäre das auch erledigt. Gibt's jetzt als nächstes das Goldblatt. Das ist die letzte Pflanze, die es hier zu erspielen gibt. Guck mal, Penny, ein glänzendes Glitzerflitzer-Dings. Meine Sensoren zeigen an, dass dieses Amulett den Weg zu einer lang verschollenen Herausforderung weist. Dann stürzen wir uns ins Abenteuer. Nein, ich glaube nicht. Gut, wenn ich jetzt auf weitergehe, kommen wir zurück zur Karte, nehme ich an. Und dann wird hier die tolle neue Endloszone vorgestellt. Tedrete, der Tempel der Untoten. Gut, der Tempel der Untoten ist jetzt verfügbar. Aber wie gesagt, die Endloszone nehmen wir uns ein anderes Mal vor, wenn überhaupt. Aber jetzt war es das erstmal für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.